Hey Leute, ich war mal wieder ein bisschen online shoppen und auch in der Drogerie und die Sachen würde ich euch einfach gerne zeigen. Sie sind ein bisschen exotischer, also ich habe hier auch Sachen aus Korea einfliegen lassen, aber sie sind eigentlich relativ billig und ja, bis auf die Wartezeit von 2 Wochen kann man sie auch relativ leicht auf eBay bestellen. Und deshalb, ja, ich fange jetzt erstmal mit der Sache an, die es in der Drogerie gibt und das ist die One by One Volume Express Mascara von Maybelline. Ich habe die in Satin Black und ich habe die benutzt bei einem Dreh mit Boris Entrup. Also ich war in Hamburg zusammen mit Janina und da haben wir Videos aufgenommen. Sobald die online sind, werde ich euch die dann auch irgendwie posten auf Facebook oder so. Und da hat Janina diese Mascara an mir verwendet. Also Boris hatte halt so ein paar Sachen da und weil meine eben sehr eingetrocknet war, hat er die an mir benutzt und beziehungsweise sie hat sie an mir benutzt. Und ich fand das Ergebnis sehr, sehr schön. Also ich meine, ich benutze momentan dieses Wimpernserum, deshalb sind meine Wimpern sowieso schon relativ lang, aber mit dieser Mascara, boom! Also ich finde meine Wimpern damit so schön. Ich weiß nicht, ob es an der Mascara liegt oder eben daran, dass ich halt dieses Wimpernserum benutze. Ich werde da noch ein bisschen rumprobieren, aber die gefällt mir schon sehr gut. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video. Was mir auffällt, die hält den Schwung ganz gut. Das Problem ist aber, sie bröckelt ein bisschen. Also es ist jetzt nicht die ultimative Mascara, aber sie ist schon relativ gut und zu meinen neuen Wimpern gefällt sie mir wirklich gut. Ich glaube, dass sie nicht so gut ist, wenn ihr relativ kurze Wimpern habt. Aber wenn man ein bisschen gutes Ausgangsmaterial hat, dann sollte es gut sein. Wobei ich teste da, ich habe die erst 2 Wochen. Also erstmal ist so der erste Eindruck, würde ich sagen. Ich habe dann noch von 2B Alternative. Keine Ahnung, ob man so ausspricht. Das ist eine Marke aus Korea oder ja, weiß ich nicht ganz genau. Also aus Asien. Ich habe das bei einer asiatischen YouTuberin gesehen und das ist sozusagen eine Fettwegcreme. Ja, okay, man kann auch einfach Sport machen. Die ist halt dafür da, dass in den Stellen, wo man halt nicht gut abnimmt, zum Beispiel hier, ich habe hier so ein bisschen Schwabbelarme, das ist auch so, ich sag mal so, meine Problemzone, die ich einfach nicht so leiden mag. Dafür ist sie halt ganz gut, weil es da irgendwie den Fett Abbau aktiviert. Also die ist für Arme und für den Bauch. Bei mir ist der Bauch relativ flach, also da habe ich kein Problem, aber halt irgendwie meine Arme sind so chubby-mäßig, aber das ist ja bei den meisten Frauen irgendwie so, aber egal. Ich will sie einfach mal ausprobieren. Mal schauen, ob sie wirklich, werde euch berichten. Dann habe ich noch was, was richtig geil ist. Das ist von New Zealand Volcanic Clay Blackhead Clay Nose Pack. Das ist sozusagen ein, kennt ihr diese Nasenpflaster, die ihr halt so abziehen könnt, dass eure Mitesser daran haften bleiben. Das ist sozusagen das in der Tube. Das könnt ihr einfach auftragen, lasst es hart werden, könnt es abziehen. Das ist dann nicht, ist einfach nicht so teuer wie diese Nasenstripes da von Nivea zum Beispiel. Die kosten, keine Ahnung, 3-4 Euro. Das hat auch 4 Euro gekostet und ja, da kommt man ewig mit aus, kann das dann immer so formen, wie man möchte und ich werde es ausprobieren und euch auch berichten. Preise schreibe ich in die Infobox, falls euch das interessiert. Ich habe dann noch was ganz Interessantes. Das ist von Make-Up Academy. Das ist eine englische Marke. Die könnt ihr halt zum Beispiel kaufen, wenn ihr im London Urlaub seid oder ihr könnt sie bestellen. Ich habe sie über eBay bestellt. Man kann sie auch über die Seite von Make-Up Academy direkt bestellen. Das Problem ist da nur, dass der Versand sehr teuer ist. Also wenn ihr da mehr bestellen wollt, lieber über die Seite. Wenn ihr nur einen Artikel, dann eher halt über eBay. Und diese Palette ist eine ganz freche Kopie von der Naked Palette von Urban Decay, die 2er. Also die haben einen exakten Dupe von der ersten und einen exakten Dupe von der zweiten. Als ich bestellt habe, gab es nur die zweite. Ich will dazu unbedingt ein Video drehen. Ich habe sie eigentlich nur bestellt für ein Video und ich werde ihn auch verlosen. Also habe ich mir schon überlegt bei dem Video, weil ich brauche ja nicht zweimal die gleiche Palette. Ich habe mich damit heute schon geschminkt. Was ich euch sagen kann, ist, dass auf alle Fälle das Schwarz schon mal nicht so schön ist wie bei der anderen. Also das ist eher so ein dunkelgrau. Aber die hellen Töne, also sie ist schon sehr ähnlich. Sie ist wirklich 1:1 auch von der Reihenfolge der Farben. Ich werde es testen und wie es dazu kommt. Dann habe ich noch 2 Terre-Produkte auch aus England bestellt. Beziehungsweise eins habe ich mir mitbringen lassen. Einmal die Bourjois Healthy Mix Foundation, die normale und mir gefällt sie ganz gut, weil die ist wirklich so, ich hatte in letzter Zeit so Probleme mit abgesetztem Make-up hier um die Nase und ich weiß auch nicht, meine Haut war leicht trocken, aber nach der Zeit wurde sie dann wieder fettig und es war ganz komisch und das Make-up kann ich sehr gut benutzen, das kostet ungefähr 12 Euro, ist also noch so, ja hier wie im teuren Drogeriebereich und
Das Problem, was ich hier nur habe, ist, dass die Farbe zu dunkel ist. Wenn ich, also das ist eigentlich die hellste 5-1 Vanilla, Claire, Vanille Claire oder Light Vanilla. Aber ich habe dann hier so einen Make-up-Rand. Ist jetzt nicht tragisch, wenn man es ein bisschen verblendet, aber es ist halt nicht perfekt. Und ich will immer so ein bisschen das perfekte Make-up haben, aber ja, ich glaube, es gibt irgendwie. Also von der Textur finde ich es sehr gut. Ist günstig, günstiger als was ich sonst benutze. Und die macht wirklich eine sehr schöne Haut. Ich benutze momentan gar kein Puder mehr, weil ich habe echt so das Problem, wenn ich Make-up benutze, das setzt sich bei mir so richtig ab, auch wenn ich halt Puder benutze. Ich experimentiere momentan so ein bisschen mit Setting-Sprays rum. Ein Setting-Spray, ich sag's mal so. Also, das ist so ein Spray, was ihr halt aufsprüht. Das hat Alkohol und so ein bisschen was drin, aber es dann verdunstet und dann hält euer Make-up einfach besser, weil irgendwie das dann kühler ist und keine Ahnung. Fragt mich nicht. Als, ja, ich werde Make-up-Sprays jetzt mal testen. Vielleicht mache ich nochmal ein Video dazu, wo ich mich dann genau informiere, wie die wirken. So ganz genau weiß ich nicht, aber jedenfalls wirken sie. Und das benutze ich dann zusammen mit dem hier und so gute 8 Stunden kriege ich da raus, dann sieht die Haut wirklich schön aus und setzt sich nicht ab. Und ja, ich habe es auch heute benutzt und ich mag es ganz gerne und ich mag es momentan am liebsten. Ja, es ist eben immer so, dass es halt hochgepumpt wird und da kriegt man auch alles raus und es ist nicht so eine komische Kippfoundation oder so. So, kommen wir zum letzten Artikel. Das ist ein Concealer, der ist von Collection. Das hieß ja früher Collection 2000 und jetzt heißt es nur noch Collection. Das ist der Lasting Perfection Concealer. Und den habe ich in Fair 1 und es ist ja so voll der gehypte Concealer in Großbritannien. Bei den ganzen englischen Gurus geht der ja richtig die Runde und ich habe ihn jetzt einmal benutzt. Ich finde ihn etwas pastig von der Konsistenz, aber ich kann da noch nicht so viel zu sagen. Also von der Farbe her passt der und ich werde ihn jetzt testen und euch auch darüber erzählen. Ja, also das war jetzt mein Einkauf. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich zeige immer die Sachen so gerne und wenn ich dann halt ja, mehr dazu weiß, werde ich auf alle Fälle vielleicht noch zu dem einen oder anderen ein Video machen. Ihr könnt mir da gerne schreiben, was euch am meisten interessiert. Also vielleicht zu diesem Mitesserzeug oder eher zu dieser Fettwegcreme oder ich weiß auch nicht, nochmal vielleicht Foundation-Routine damit. Keine Ahnung, schreibt mir einfach. Ich lese mir die Kommentare immer durch und versuche einfach darauf einzugehen. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!